heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Es ist der 2. Juni, Montag 14 Uhr in Köln und es ist 28 Grad warm. Der fette und unglaublich unkreative Revenzeit sitzt wieder an seinem PC, kratzt sich an seinen Nippeln und hat keine Ahnung, was er aufnehmen soll. Doch da kommt ihm eine Idee. Plötzlich fällt ihm ein, dass PewDiePie ein Video über den Subreddit gemacht hat. Also beschließt Revenzeit, das Video einfach ins Deutsche zu übersetzen, weil ja sowieso Sommerloch ist und keiner seiner dämlichen, minderbemittelten Zuschauer sich für seinen Content ansatzweise interessiert. Ach, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Es ist das Content-Hoch, es ist Sommer, meine Freunde. Und da dachte ich mir, warum soll ich mir eigentlich eigene Videoideen ausdenken, wenn die auch schon andere Leute gemacht haben? Also klaue ich sie einfach, ist eh viel zu warm. Ihr sitzt eh alle im Freibad und guckt meine Videos eh nicht, von daher ist doch egal. By the way, bin ich jetzt gerade wieder live, meine Freunde. Für die fetten Kinder, die zu hässlich sind fürs Freibad, kommt einfach vorbei und schaut meinen Livestream. Wir schauen uns heute ein bisschen im Subreddit. Oh, meine Freunde, boah, habt ihr das gesehen? Wir haben sogar einen eigenen Hm-Effekt. Danke dafür, Thomas. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal diese wunderschönen Bilder an, die uns Thomas rausgesucht hat, reagieren darauf, strecken das Ganze auf 10 Minuten und dann verpisse ich mich aus dem UFO, weil es ist viel zu warm. Alles klar. Beginnen wir mit dem ersten Bild. Der Berg ist genauso geshaped wie die Person im Vordergrund. Ist das Zufall? Man weiß es nicht. Man muss auf jeden Fall wirklich doppelt und dreifach hinsehen, um diese Eins... Ist das Mikey? Ist das Mikey? Nein, das ist nur ein anderer dicker Asiat. Das tut mir leid, Mikey. Du hast abgenommen. Du bist im Fitnessstudio. Nächstes Bild. Alles klar. Wir sehen hier ein Flugzeug über einem Spieleteppich. Warte mal, das ist genau der Spieleteppich, den ich früher auch hatte. Alter, hier ist das Krankenhaus, die Kirche, die Schule oder das Schloss, die Feuerwehr ist ganz woanders als die Autowerkstatt. Hier gab es noch irgendwo eine Feuerwehr. Hier ist die Polizei, hier ist der Stadtpark, hier ist der kleine Flughafen. Ey, das Ding hat nicht einfach auch Leute. Und wisst ihr, was mich immer angekotzt hat? Dass die Straßen viel zu eng gewesen sind für meine Matchbox-Autos. Das war scheiße. Aber wir fragen uns trotzdem... Wie hat dieses Flugzeug wohl diese seltsame Perspektive einfangen können? Ja, da kann ich jetzt auch gar nicht zu sagen, sondern ich frage mich einfach, ist es... Also dieser Subreddit besteht aus Bildern, wo man sich einfach nur fragt, hä? Oder ich weiß es nicht. Ja, wer kennt's nicht, wenn du deiner Freundin eine Nase schenkst, weil sie keine Nase hat und sie sich freut und sich an die nicht vorhandene Nase fasst. Absolut relatable. ja, hier sehen wir ein ganz normales Bild von einer Familie. Im Vordergrund eine Mutter, eine Tochter. Im Hintergrund sehen wir scheinbar die französische oder auch wahlweise belgische Küste, so wie ich es jetzt vermuten ließe. Könnte allerdings auch woanders sein. Auf jeden Fall sind da Zweiter Weltkriegsgeschütze im Hintergrund zu erkennen. Und wenn man jetzt ganz genau hinsieht, sieht man, wie eine Familie ihr Kind in ein Geschütz reinsteckt. Was hat es wohl damit auf sich? Warum tut diese Familie da jetzt mal... Warum steckt man sein Kind in eine alte Kanone rein? Das stirbt da drinne. Ich meine, es wird zwar nicht abgefeuert, das Ding, aber wie kommt es da wieder raus? Das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Ich wünschte, ich wäre als Kind in eine Kanone gesteckt worden. Ich glaube, jetzt habe ich endlich verstanden, wofür diese Parkplätze da sind. Wobei die tatsächlich echt überdimensioniert sind für... einen Rollstuhl. Aber ja, man soll einen leeren Rollstuhl da draufstellen, so wie es das Schild sagt. Haben wir das etwa die ganze Zeit falsch verstanden? Okay, das ist verdammt nochmal geil. Ich hätte... Thomas? Ja? Ich möchte so eine Handyhülle. Hi. Dreh dich wieder rum, das reicht schon ein Satz deinerseits. Nein, das war's. Ich hätte unbedingt so gerne, Leute, diese Handyhülle. Wenn ihr wollt, dass ich eine Handyhülle mit meinem hässlichen Backenbart und meinem Haaransatz rausbringe, damit ihr genauso kacke von der Seite aussehen könnt wie ich, lasst unbedingt keinen Daumen nach oben da und kauft auf jeden Fall nicht meinen Merch. Ganz toll. Ja. Diese Dinge habe ich nie verstanden. Meine Oma hatte auch so ein Teil und es hat mich tierisch abgefuckt, dass ständig dieses Ding im Bild hing. Aber hier fragt man sich doch, warum macht dieser Typ das? Weiß er etwa, dass er gerade nicht im Bild zu sehen ist und guckt bewusst an dieser kleinen Gardine vorbei? Ich kann das nicht. Das ist echt zu sehr PewDiePies Video. Wir brauchen was Eigenes, Thomas. Das geht so nicht. Ja gut, lassen wir das gut sein. Hat eure Oma auch sowas gehabt? Dann lasst doch ein Like da, wenn ihr auch eine Oma habt. Ha, oh, scheiße. Auf der linken Seite Thomas die Dampflokomotive. Auf der rechten Seite Thomas die Meth-Lokomotive. Ja, vielleicht dann einfach keine Drogen nehmen. Ich meine, ich hoffe nicht, dass ihr irgendwann mal meine Revenzeit-Socken nach links gedreht habt. Macht ja gar keinen Sinn, weil die nicht draufgestickt sind. Kauft bitte Sachen von mir. Ich brauche Geld, Sommer.
Ich weiß nicht genau, was ich jetzt dazu sagen soll, außer... mir fällt dazu nichts Passendes ein. Wir sehen eine Rakete. Nächstes Bild einfach. Oh mein Gott, das sind zwei Katzen aufeinander. Die Katzen scheinen sich gegenseitig zu tarnen. Beziehungsweise eigentlich nur die eine. Also, vielleicht ist das so ein Ding, dass Katzen sich aufeinander setzen, um dann größer und brachialer zu wirken, einfach sich transformieren. Vielleicht gibt es auch so einen Transformers aus mehreren Katzen, der mit Katzen schießt und dann gegen die Hunde kämpft. Und irgendwann wollen die Katzen die Weltherrschaft an sich. Es ist echt zu warm hier in dem Raum. Ich brauche keine Klimaanlage. Ja, wer kennt's nicht, wenn man sich gerne einen Tiger mit Down-Syndrom tätowieren lassen möchte und dann das Endergebnis ungefähr so... Was ist das für eine Perspektive, Alter? Das ist wirklich Körperverletzung. Das ist schlichtweg Körperverletzung. Wenn mir jemand so etwas auf den Rücken tätowiert, dann nehme ich diesen Tattoo-Stift und tätowiere demjenigen die Augen schwarz, damit er nie mehr die Möglichkeit hat, irgendwas zu tätowieren. Das ist einfach nur asozial und Körperverletzung. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, meine Freunde, ich glaube, bei 500.000 Likes tätowiere ich mir das einfach dann auch, ne? Ihr habt es gehört. Okay. Okay, das ist interessant. Ich wusste erstmal nicht, dass der Mercedes-Stern vorne so groß ist. Und zweitens wusste ich nicht, dass es eine eingebaute Schale ist, die man dafür nutzen kann. Vielleicht sollte ich einfach bei meinem Auto das Ding immer rausnehmen und dann als Geschirr verwenden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so hygienisch ist, weil da ist ja die ganze Zeit tote Fliegen und Schmodder und Ruß drin. Aber ich meine, das sollte uns ja nicht interessieren. Oder ich meine, so kacke, wie das Essen hier aussieht, scheint das dem Mann eh egal zu sein. Interessant. Oh mein Gott, das ist crazy. Ihr glaubt niemals, was auf dem Planeten Mars gesehen. Ich kotze es so an, dass dieser Sturmwaffe die ganze Zeit in meinem Hintergrund ist, wenn ich keinen Greenscreen habe. Das Problem ist, Leute, wenn ich einen Greenscreen aufnehmen würde, dann müsste ich die Lampen komplett aufdrehen. Das heißt, ich kann 2 Minuten hier drin aufnehmen und dann bin ich tot. Warte mal, wo ist da der negative Aspekt? Gut, kommen wir zurück zu dem Bild, meine Freunde. Wir sehen hier auf jeden Fall ein Bild vom Mars. Und oh mein Gott... Die Aliens haben uns entdeckt. Außerirdisches Leben ist am Himmel zu erkennen, meine Freunde. Sau witzig. Mad funny. Let's 100k love. So funny. Ich kann mich nicht halten. Okay. Ja, wer kennt's nicht, Leute? Wenn das neue Not So Cool Mixtape droppt und du einfach gerade keinen Akku mehr hast und du unbedingt Strom brauchst, dann schließ dein Handy auch gerne mal an der Station an, einfach nur mal reinzuhören, meine Freunde. By the way, folgt Not So Cool einfach mal auf Spotify. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Oh. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Re-Rap, ich kenne diese Situation, wenn man so desperate ist, dass man Strom braucht. Ich bin sogar schon mal hingegangen und habe einen Cola-Automaten ausgesteckt, damit ich mein Handy 20 Minuten laden kann, bis dann derjenige kam, den der Cola-Automat gehört und mich rausgeschmissen hat. Das ist kein Witz. Ich wäre nur vorsichtig, vielleicht im Krankenhaus mit, wenn eure Oma an so einem Gerät dran ist, dann würde ich das nicht unbedingt ausstecken, aber das müsst ihr selber wissen. Ja, die neue Stuhlkollektion von Mr. Morgan ist dann scheinbar auch online. Ich wusste nicht, dass es jetzt Stühle gibt für Leute, die große USA-Fans sind in Mr. Morgans Community. Das ist, glaube ich, das Most American Thing, was ich jemals gesehen habe. Ein Stuhl mit 2 Rollen drunter, mit einem doppelt so breiten Sitzkissen, mit einem amerikanischen Adler drauf, der tatsächlich von einem massiven Fettarsch einfach erstickt werden muss, weil da drauf einfach Jabba the Hutt 2.0 sitzt. Schwabbel McFettbacke einfach. Warum nicht? Vor allen Dingen ist das doch sau hinderlich, weil diese Rollen drehen sich doch ineinander. Ist ja sau nervig. Totale Scheißkonstruktion. Alles klar. Das ist dann jetzt auch schon genug. Ich weiß nicht genau, ob das gruselige Mädchen im Spiegel mit dabei ist. Ich meine, man sieht hier ganz klar, sie guckt uns an und das Mädchen im Spiegel guckt uns auch an. Eigentlich sollte man ihren Kopf von der Seite sehen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern dieses Ding kaufen würde, wenn irgendein gruseliges kleines Kind aus dem Spiegel rausguckt. Aber immer noch besser, als wenn die Kinder alleine und ohne Freunde aufwachsen, so wie Thomas. Ne, Thomas? Nö. Ganz genau. Ja. Ich habe Angst. Ja, und hier sehen wir Donald Trump und dazu einen Präsidenten, den ich nicht entziffern kann. Welches Land ist das? Ist das Kanada? Ist das wie heißt der Typ von Kanada? Ich weiß, ist das Kanada? Ich habe keine Ahnung. Ist es nicht Kanada? Ist es irgendein Land, Alter? Wessen Flagge ist das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer bist du? Lass mich in Ruhe. Unten sehen wir eine Katze, die ausgestopft ist und so guckt, wie der Typ da drüber. Und darunter sehen wir Trump, der so guckt, wie dieser besoffene, verkrackte, verkaterte Crackfuchs. Vielleicht sind die beiden ja irgendwie verwandt. Wobei, dass ich das nicht glaube, weil ich Trump nicht so clever halte wie ein Fuchs. Ja, was soll ich dazu sagen? Hört auf zu rauchen, sonst fallen euch die Zähne aus. Das sieht sich verdammt nochmal ähnlich. Wir sehen hier eine Lehrerin und dazu einen wunderbaren Edding, einen Marker, der genauso aussieht wie die Lehrerin. Dürfen Lehrer überhaupt eigene Merchandise an der Schule vertreiben? Ich weiß es nicht. Ja, und hier sehen wir einfach 2 fette Männer, die ihren Bauch in Stacheldraht pressen, damit sie ein Sixpack haben. Habe ich auch versucht. Ich bin leider nur nicht fett. Ich bin einfach ein Lauch. Okay.
Okay, was? Der Typ hat sich hinten einen Basketball... Der hat sich hinten einen Basketball reingeklebt, nur dass es so aussieht, als hätte er ein Licht, damit er nicht angehalten wird. Digga, welches Land ist das? Und vor allen Dingen mit was für einem Auto? Also, wie sieht dieses Auto überhaupt aus? Und wer klaut einfach nur eine Lampe? Und welcher Polizist sagt, ja gut, der Mann hat einen Basketball drin, der ist safe. Wenn der zwischendrin mal eine Runde B-Ball will, dann ist das gar kein Problem. Ja, klasse. Gut, wir sind zum Glück wieder am Ende angelangt. Wir haben es wieder über 10 Minuten geschafft, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall jetzt beim Livestream vorbei. Schaut auf jeden Fall mal Not So Cool auf Spotify vorbei. Es gibt wieder neue Tracks die Tage. Und damit würde ich mich mit einem einfach verabschieden. Und lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.